Mein Name ist Alexander Zinchenko. Seit Anfang 2015 bin ich bei Firma Max IT. Firma Max IT ist IT-Dienstleiter und Cloud-Lösungen-Anbieter. Ich bin für Entwurf, Umsetzung und Betrieb von Plattformen zuständig. Als Senior System Architect und natürlich als Team Lead Competent Units Platforms. Das bedeutet, ich bin für Plattformen und natürlich für Storage zuständig. Und natürlich, wir haben viele Projekte mit Spectrum Scale und machen viele Projekte für unsere Kunden und begleiten diese Projekte und viele andere Lösungen, die diese Software, IBM-Software betrifft. Ist natürlich erster Einsatz ist natürlich unsere Plattformlösung, Firmware E6 Cluster. Wir haben viele Kunden, die diese Lösungen betreiben, wo die Spectrum Scale Software ist einer der wichtigsten Bestandteile ist. Also quasi das bedeutet, dass wir nutzen Spectrum Scale als virtuelle Knoten und unsere Kunden profitieren von nicht nur schnelle Storage-Lösungen, sondern transparenten Auto-Tiering und sehr vernünftigen Lizenzmodellen. Das heißt, die Kunden können pro Terabyte oder pro CPU bezahlen. Das ist wesentlich billiger als irgendwelche alternative Lösungen. Und natürlich, wir bieten unseren Kunden große Multinode-Cluster an, zum Beispiel FPO-Cluster-Modelle. Für Kunden, die Low-Latenz-Lösungen brauchen, das bedeutet, dass die brauchen Lösungen, die für Verarbeitung von mehreren Millionen kleinen Dateien und diese Lösungen speziell projektiert, unterschiedliche Einsatzszenarien verlangen von uns spezielle Konfigurationen von Spectrum Scale sowie Linux, InfiniBand und zum Beispiel SAS-Sony. Deswegen ist ausführliche technische Projektierung extrem wichtig, sodass Projektumsetzung und Anpassung beschleunigt wird und etwaige Projektfehler vermieden werden können. Und natürlich nachhaltige Unterstützung von IBM spielt sehr wichtige Rolle. Nicht nur schnelle Reaktionszeit auf Serviceanforderungen, sondern auch sorgfältige Überprüfung ganzer Lösung bringt unsere Kunden viel Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das ist, war und ist sehr interessant, besonders Use Cases und Best Practice und natürlich Tuning von Spectrum Scale, sehr spannende Themen. Und Zukunft von Spectrum Scale und andere Lösungen von IBM ist natürlich sehr interessant. Und selbstverständlich, wenn es möglich ist, kommen nächstes Jahr zum IBM-Event.